Frauen kommen nach Deutschland mit Flixbus und um hier abzugrasen. Solche Nachricht habe ich bekommen. Ich lese sogar Ihnen das jetzt, so wie es war. Also da habe ich gestern oder vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen. Und so wie ich Ihnen versprochen habe, bespreche ich mit Ihnen sehr gerne verschiedene Fragen, die Sie mir stellen oder die Kommentare, die Sie bei uns bei YouTube uns schreiben. Freue ich mich sehr auf Ihre Kommentare, auf Ihre aktive Teilnahme in unserem Kanal. Bedanke ich Ihnen und sehr interessant werde ich auf jeden Fall besprechen. Also, ein Mann schreibt: Natalia ist jetzt arbeitslos. Die kommen jetzt, die Frauen, per Flixbus von selbst zum Abgrasen. Dann sind natürlich, ja, ich habe das natürlich gelesen zuerst, habe ich gedacht, okay. Und nach diesem Kommentar habe ich ganz viele, ganz tolle Kommentare gelesen, wo da man richtig schöne Sachen schreibt. Natalia, ihre wertvolle Videos helfen so vielen Menschen. Ich habe aus ihren Videos so viel gelernt. Dank ihren Videos habe ich richtig tolle Frau gefunden und mit ihr richtig gute Beziehung aufgebaut. Die sind so wertvoll, machen sie weiter. Da habe ich nur gedacht, wissen Sie, die sind so verschieden, diese Kommentare. Und am gleichen Tag angekommen, habe ich gedacht, wie schön, dass nicht alle Männer meine Kunden sind. Man muss ja positiv sehen, ja. Und warum nehme ich aber heute für dieses Video nicht diese guten Kommentare? Die werde ich bestimmt auch nehmen, aber da kann man nicht viel besprechen. Ne? Das sind so typisch mein Kunde. Aber warum nehme ich gerade diese Kommentare? Die kommen alle mit per Flixbus, um hier abzugrasen. Eine Aufgabe für Sie. Denken Sie auch sowas, dass Sie per Flixbus, der wahrscheinlich ukrainische Frauen sind gemeint, kommen hierher abzugrasen. Denken Sie was sowas auch? Es gibt viele Männer, die so denken. Und die gehen dann mit solchen Gedanken auf die Partnersuche. Bei mir kaum. Mindestens keiner hat mir sowas gesagt. Aber ich glaube auch nicht, dass solche Gedanken im Kopf überhaupt erscheinen bei meinen Kunden. Obwohl es sind andere Gedanken, die man auch arbeiten muss. Aber sehr viele Männer überall denken so und dann starten sie Partnersuche irgendwo auf irgendwelchen Plattformen und denken so über die Frauen. Ich muss nur sagen, das ist ja wirklich interessant, wie verschiedene Menschen Realität verschieden betrachten oder wahrnehmen. Ein Mann oder so 10 Männer am Tag schreiben, sie sind ja so wunderbar, sie sind so toll, sie verändern das Leben der Menschen zu dem Besten, sie sind wirklich wunderbar, das in solcher schwerer Zeit, sie geben das Beste und sowas und der andere schreibt sowas. Ja. Was will man eigentlich damit sagen? Dass sie per Bus kommen, per Flixbus kommen, wem will man das sagen? Welche Botschaft will man eigentlich den Menschen vermitteln? Das Interessante ist, dass es auch Männer gibt, die tatsächlich mit solchen Gedanken zum ersten Date mit Frauen aus der Ukraine oder Russland kommen. Das wirklich Erstaunste ist, dass manche Männer sogar sowas beim Date, wo die Frau am Tisch ist, erläutern solche Sachen. Da bin ich ja manchmal selbst sprachlos. Und ich muss schon sagen, da war ich selbst anwesend bei einem Date, auch mit meinem Kunden, der sagte, und die Frau konnte ziemlich gut Deutsch, und der hat gesagt tatsächlich, die sind so viele Ukrainer, ich bin so sauer, dass dieser Krieg ist, weil die müssen alle schnell nach Hause fahren, Ukrainer, weil keiner braucht sie hier. Wir sind selbst arbeitslos, keiner braucht sie hier. Wissen Sie, denkt man überhaupt nach, wie diese so Gedanken bei den Frauen ankommen in ihren Oberstübchen? Wie reagieren sie darauf? Ich glaube, manchmal man denkt daran nicht. Aber woran denkt man, wenn man sagt? Woran denkt man? Sie verstehen mich, glaube ich, so. Mein Kunde versteht mich auf jeden Fall, was ich damit sage. Ja? Das heißt, die nicht verstehen mich, sage ich Folgendes. Wenn man
ukrainische Frauen und russische Frauen in der Sache kritisieren, die kommen hier, um abzugrasen, ja, da haben sie null Chancen bei den Frauen. Auch wenn sie so denken, sogar nichts sagen. Oder wenn sie dann sagen, bei der keiner braucht sie hier, weil sie nehmen uns Arbeitsplätze weg, sie haben keine Chancen, weil vieles liest man auf der Ebene, energetischer Ebene, ja, wo man spürt sich. Man spürt, dass sie sowas denken. Man kann das noch nicht erklären. Man kann nicht wörtlich sagen, was haben sie gesagt. In dem Fall hat der Mann direkt gesagt, ja, die müssen hier weg, keiner braucht sie hier. Und dann die Frau, ukrainische Frau, denkt, aha, okay, keiner braucht mich, ne? Alles klar. Der das nicht sagt, aber denkt, wird genauso von der Frau empfunden als unangenehm. Als irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich total schlecht mit ihm, unkomfortabel. Deswegen, ja, was kann man bei diesem Kommentar sagen? Ja? Ich empfehle Ihnen natürlich lieber die Partnersuche nicht anzufangen, wenn man solche Gedanken hat. Auf jeden Fall. Und man muss immer fragen, sich selbst fragen, wozu will ich das jetzt sagen? Wozu will ich das jetzt tun irgendwas? Ja? Was bin ich überhaupt? Was denke ich? Was will ich? Nicht, dass die Frauen, was die Frauen hier haben. Damit haben sie eigentlich keinen Einfluss. Was sie kommen mit Flixbus oder mit dem Zug, solange sie nicht in der Regierung sitzen und etwas nicht ändern können, lieber sparen sie Zeit und beschäftigen sie sich mit eigenem Leben, weil da haben sie richtig Einfluss, etwas in ihrem eigenen Leben zu verändern. Und nicht das, was um uns herum passiert, haben wir keinen Einfluss darauf. Und wenn wir das ganze Leben nur sitzen werden und uns ärgern werden, dass irgendwas im Leben passiert, was uns nicht gefällt, verschwenden wir unsere wertvolle Zeit. Das bringt uns nicht weiter. Deswegen, als diese Gedanke ich hatte, schön, dass nicht alle Männer meine Kunden sind, will ich auch jetzt erwähnen Ihnen über meinen Club, den ich gestartet habe. Ja, Sie haben schon viele gelesen, das, und dann viele haben gefragt, was, wie das wird funktionieren. In diesem Club, den wir im September starten wollen, wollen wir tatsächlich diese Themen so tief wie möglich besprechen, dass man tatsächlich auf sich selbst erstmal in ihrer Linie erstmal fokussiert. Was brauche ich? Und solange sie ihre Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst gerichtet wird, sondern auf irgendwas, was draußen passiert, und sie wollen irgendwas da Einfluss machen, das wird nicht funktionieren. Deswegen lade ich alle herzlich ein zu uns, dass wir uns dann mal einmal in der Woche treffen und alle möglichen Fragen, Situationen, Dialoge besprechen. Ja, Sie können zum Beispiel auch mal einen Dialog mit der Frau erörtern und dann sagen, wir haben dann so gesprochen und die hat irgendwie falsch verstanden oder was habe ich falsch gemacht. Dann können wir diesen Dialog auseinandernehmen und sagen, wie ist das bei der Frau angekommen? Oder haben Sie vielleicht Ihre Antwort falsch interpretiert? Das kann auch sein. Deswegen, der Club ist für die natürlich, die ernst meinen, eine Frau zu gewinnen und die bereit sind, sich mal vielleicht aus anderer Perspektive mal zu sehen, zu gucken. Und nicht nur sich selbst, sondern überhaupt das ganze Thema der Beziehung, die Frauen aus anderer Perspektive. Ich nenne das einfach Horizonte erweitern. Das vielleicht sehen und zu verstehen, was für sie noch als Blindzone war. Weil wenn der Mann zum Beispiel sowas sagen kann, zum Beispiel beim Date, oh, ich freue mich, wenn die Ukrainer alle weggehen, weil sie Arbeitsplätze wegnehmen, das war ein intelligenter Mensch, mit Ingenieur, mit Diplom und sowas. Ja. Da war irgendwas bei ihm in einer Blindzone, die er nicht gesehen hat. Und deswegen ist es interessant, wenn sie alle mit ihren Geschichten kommen und Themen, und wir werden jede Geschichte besprechen. Und selbstverständlich werde ich auch meine Geschichten bringen. Ja, deswegen Humor, gute Laune, eine Tasse Kaffee oder Tee, sehr gerne, damit wir wirklich
eine so Vertrauensatmosphäre schaffen können, ja, wo die Menschen tatsächlich offen reden können, Fragen können. Und ich bin sicher, wir werden wirklich unglaublich interessante Themen besprechen. Wir werden unglaublich tief diese Themen besprechen können. Deswegen, ich lade alle ein, freue ich mich sehr, wenn zum Beispiel beim Start im ersten Monat nicht viele Männer werden, dann da sind, dann finde ich auch super, dann ist das wie exklusive Betreuung, Begleitung auf dem Weg der Partnersuche oder wenn sie noch Partnersuche gar nicht gestartet haben, wenn sie nur Blick werfen wollen, was läuft denn da, wie ticken die Frauen, wie muss man richtig Beziehung aufbauen, ja, was wird man von mir erwartet. Wenn ich schüchtern bin oder Angst habe, wie kann ich das zum Beispiel besser aufbauen? Ne? Weil zum Beispiel auch unsere Kunden, die bei uns sind, die haben auch gerade hier Problemchen, wo man zum Beispiel, solange man betreut ist in der Partnervermittlung und wir übersetzen ihre Briefe, wir können ihnen mal ins Ohr flüstern irgendwas oder sagen, wenn da irgendwas nicht so optimal ist, dann aber sobald sie direkten Kontakt mit den Frauen aufnehmen. Immer wieder gibt es Schwierigkeiten, Missverstände, Komplikationen, wo sie dann Alarm schlagen. Oh, Hilfe, Hilfe. Und dann sehen wir immer wieder, wo entstehen diese Probleme. Und Probleme entstehen auf beiden Seiten, wo Männer irgendwie nach einer Art die Realität sehen und wahrnehmen, die Frauen haben eine ganz andere Art der Betrachtung dieser Realität, ganz andere Perspektive. Ich versuche Ihnen das zu vermitteln, wie die Frauen das sehen. Gleichzeitig starten wir auch den Club für die Damen. Das wird natürlich viel günstiger sein für die. Und die werden auch sehr viel bei uns lernen. Ja? Die werden bei uns genauso lernen, was ist Illusion, was ist Realität. Was ist anders hier in Europa und was zum Beispiel ist in Osteuropa, was hier nicht funktioniert? Genauso werden wir den Frauen die Möglichkeit geben, wie kommt das bei dem Mann an, damit sie auch die Interessen der Männer verstehen können. Natürlich optimal wäre es zum Beispiel, wenn ein Mann aus solchen, natürlich nach solchen Sitzungen mit uns und die Frauen an solchen Sitzungen mit uns dann irgendwann treffen zusammen. Und deswegen plane ich auch später vielleicht einmal im Monat, die letzte Woche, Damenclub und Männerclub mal ein gemeinsames Treffen machen, wo sie dann zum Beispiel ihre Fragen den Frauen direkt stellen können. Frauen können sie direkt fragen, ohne dass man das Gefühl hat, man ist gerade beim Date. So können Sie auch, was ganz wertvoll ist, verschiedene Typen der Frauen kennenlernen. Ja? Verschiedene Typen, wo Sie sagen, ah ja, das ist Mentalität, Zeichen, ja, Eigenschaft und das ist schon Ihre persönliche Eigenschaft. Das muss man auch sehr schön verstehen, den Unterschied. Verstehen Sie das Unterschied, dann werden Sie verschiedene Typen der Frauen erkennen, welche mir am besten passt. Ja, und was ich sagen wollte, eigentlich habe ich geplant, jetzt das erste Treffen am Samstag, glaube ich, 2. September zu machen. 2. September und oder wir machen das zum Beispiel Dienstag, Mittwoch, Donnerstag am Abend. Deswegen schreiben Sie bitte in den Kommentaren, welche Zeit für Sie interessant ist überhaupt. Ja, was wäre für Sie lieber Samstag oder Werkstag am Abend, zum Beispiel um 20 Uhr. Dann kann ich auch gerne machen. Dann, das werde ich berücksichtigen und ich freue mich sehr, sehr. Bitte zu jeder Sitzung eine Frage mitnehmen. Dann wird es richtig spannend und sehr, sehr gute Laune. Und bei uns im Club werden die Frauen nicht abgrasen. Das werden sie nicht machen. Weil ich glaube, die Männer, die kommen zu uns, werden bestimmt solche Probleme da nicht haben. Weil meistens diese Probleme, solche Denkweise, ja, das sind so Amazon-Menschen. Wir sind heute alle Amazon-Menschen. Amazon-Menschen heißt das, komme, aussuche, klick, morgen muss zu Hause sein. Wir sind so alle Klick heute, alle Klicken haben wir irgendwo im Kopf.
Und das ist ein großes, großes Problem. Es kann schon alles Mögliche sein. Es kann schon sein, dass das links und rechts alle möglichen komischen Menschen sind, die wir nicht verstehen, die uns nicht gefallen. Aber je mehr ich im Kopf mich mit diesen Menschen, die mir nicht gefallen, beschäftige, desto mehr werden solche Menschen in meinem Leben erscheinen. Haben Sie das schon gesehen? Haben Sie schon das gehört? Diese Anziehungskraft, ja, die funktioniert. Also das werden wir alles besprechen. Auch tatsächlich auch in dem Club werden wir das besprechen. Wir werden auch in dem Programm das besprechen, das ich auf jeden Fall erarbeite, aber kommt ein bisschen später, wenn ich diese Bausteine zusammensetze. Und das wird wirklich Hammer sein. Bleiben Sie mit uns. Wir werden wunderbare gemeinsame Zukunft erleben. Ich freue mich sehr. Und ich hoffe, Sie werden auch viel Spaß bekommen und Sie werden auch merken, dass diese gemeinsame Zeit mit uns in Ihr Leben mehr Licht, mehr Glück, mehr Freude bringt und Sie werden Ihr Ziel erreichen. Und noch interessant, ja, die Frauen, die auch bei uns im Damenclub sind oder auch am Programm teilnehmen werden, wir werden auch ihnen sehr gerne auch helfen bei Integration in dem fremden Land, wenn sie hierher kommen und Depressionen, Probleme haben, weil viele Fragen entstehen auch erst nachdem das Paar entschieden hat, zusammenzubleiben. Sie sind verlobt, sie sind verheiratet, die Frau kommt hierher oder die ist hier und dann entstehen Komplikationen. Sie fällt in Depressionen, sie hat keine Freundinnen, die Freundinnen sind neidisch, die Freundinnen sind eifersüchtig, da ändert sich sehr, sehr vieles. Und ich werde mit Ihnen auch in unserem Club für Männer das besprechen, auch damit Sie Ihre Frau, Freundin unterstützen haben. Wir werden das mit Frauen ausführlich alles auseinandernehmen. Und deswegen können Sie gerne auch hier bleiben, auch wenn Sie Ihre Frau schon gefunden haben. Sie werden alle Fragen beantwortet bekommen und Sie werden sehr bestimmt auch von den Situationen der anderen Leute sehr, sehr viel lernen. Und lachen werden wir auch. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Vertrauen von vielen, vielen tollen Männern, die an uns geben, für viele Männer, die unsere Arbeit schätzen und für Ihr Vertrauen, für Ihre wunderbare Zusammenarbeit, weil das, was Sie mitbringen in unserer Agentur, wenn Sie mit uns beginnen zusammenzuarbeiten, das ist unglaublich wichtiges Basis, auf dem unsere Zusammenarbeit wächst. Ob das erfolgreich wird oder wackelig, hängt 50% davon, welche Einstellungen Sie mitbringen hierher. 50 hängt von uns, 50 von Ihnen. Und wenn Sie denken, die Frauen kommen hierher, um abzugrasen, das ist kein gutes Basis. Deswegen werden wir über das gute Basis, die richtigen Einstellungen im Club besprechen und auf jeden Fall in diesem wunderbaren Programm, was ich jetzt erarbeite. Ich freue mich super sehr auf Sie und ich werde nicht arbeitslos, solange ich wirklich Spaß habe, mit den Männern zu arbeiten, die so ähnlich denken wie ich. Ich freue mich. Ich danke Ihnen. Bis dann.